Servus Leute, hier zu einem neuen Format Foundation Tipps und Tricks. Da ich schon 150 Spielstunden und alle 21 Errungenschaften in diesem Spiel erreicht habe, habe ich mir gedacht, ich mache das über mehrere Folgen, Tipps und Tricks zum Aufbau einer Siedlung bis hin dann zur Wirtschaft und auch zu den Mods. Die werden wir auch natürlich hier noch dann zu Gesicht bekommen. Ich hätte mir gesagt, starten wir natürlich gleich mit dem Anfang. Dafür habe ich mir gedacht, ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn ich auf neu beginne und ich habe mir natürlich die Fluss-Map ausgesucht und starte auch liebend gerne hier in diesem Gebiet. Warum? Hier haben wir auf jeden Fall zwei Bärenressourcen, wir haben auch schon sehr viel Stein von Anfang, Holz ist auch eine Genüge da und wir haben hier gleich eine Fischressource, die natürlich sehr, sehr wichtig ist. Anfangs begleitet uns das Spiel ein bisschen mit so einer Art Questaufgabe, nämlich hier der Auftrag, wir sollen ein Dorfzentrum bauen, können auch natürlich drüber klicken und wir sehen im Tooltip, dass wir auch das Dorfzentrum errichten sollen. Das haben wir dann hier. Das heißt, das ist euer Startpunkt für eure Siedlung. Praktisch euer Hauptplatz. Ihr könnt euch ja dann später noch umentscheiden, wo ihr gerne euren persönlichen Hauptplatz errichten wollt. Dieses Spiel ist natürlich in diesem Punkt sehr gut gestaltet. Wir können auch sehr viel benennen am Anfang und können unsere eigene Siedlung bis zu einer Metropole ausbauen mit unseren eigenen Flair, die wir gerne haben. Währenddessen verfolge ich jetzt natürlich auch die Bauhütte und erkläre auch noch einiges. Also wir brauchen am Anfang natürlich einen Bauhüttenherren, also besser gesagt eine Bauhütte und einen Arbeiter darinnen. Ohne den geht einmal gar nichts. Gerade am Anfang die Ressourcenverteilung unserer Arbeitslosen hier in dem Punkt, also unserer Siedler. Wir haben da 8 Stück, das heißt hier können wir auch nur einen hineinpflanzen. Das sollten wir am Anfang auch so belassen und halten uns natürlich auch daran, dass wir jetzt hier... Ja, genau, hier die Quests abschließen. Wir werden jetzt natürlich die Holzfäller, also, ja, das Forster habe ich jetzt da ausgewählt. Wir werden jetzt natürlich den Holzfäller bauen und werden ihm, von Anfang an können wir sich schon ein bisschen überlegen, wo wollen wir ein bisschen Industrie haben. Wir werden uns für hier unten entscheiden. Hier haben wir dann auch gleich die Steine, die geklopft werden. Das heißt, hier können wir mal ein Forster, also ein Holzfällerlager errichten. Hat natürlich 3 Arbeitsplätze, genauso wie hier der Baumeister. Wir könnten am Anfang auch einen zweiten Baumeister stellen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Da ich weiß, dass es gleich auch weitergehen wird, werden wir jetzt auch hier schon mal die Sammlerhütte errichten. Und hier auch ein ganz wertvoller Tipp für euch. Ihr könnt so eine Ressource mit die 5 Sträucher, also meine 7x5 Sträucher, oben seht ihr dann, gibt es auch dann schon hier eine sehr starke Quelle. Das sind jeweils immer 5 Sträucher drinnen, aber hier eine große Ansammlung natürlich an Beeren. Dort ist es das Ziel, dass wir dort auch hinkommen, um einfach die Beeren dort abzuernten. Ihr könnt aber pro 5 Sträucher könnt ihr dann später, wenn ihr auch dann die Arbeiterschaft dazu habt, könnt ihr 2 Hütten nebeneinander hinstellen. Das ist so die optimale Ernterate für diese 5 Büsche. Ab und zu werdet ihr beobachten können, dass auch die Beeren weniger werden oder ganz, also gänzlich verschwinden. Ist aber kein Problem, sie wachsen auch schnell wieder nach. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn ihr dann die Holzhütte habt, natürlich auch die Abbauzonen einzuzeichnen. Ihr könnt die Abbauzone natürlich auch vergrößern, wenn ihr auf Steuerung klickt und mit dem Mausrad bewegt. Ihr könnt schon die erste Zone eigentlich komplett blau einstreichen. Der Wald soll hier schlussendlich verschwinden, um mehr Bauplätze zu bekommen. Nicht Blauplätze, sondern Bauplätze. Haha, der Wort wird so gut, nein Spaß. Und damit einfach hier schon mal Holz abgebaut wird. Später wird es natürlich dann wichtig, dass wir uns auch eine Holzindustrie aufbauen. Das heißt, alles, was hier am Anfang gebaut wird, das steht nicht lange. Aber es bleibt natürlich auch in eurer Entscheidung, ob ihr es natürlich haben wollt, dass hier auch die Industrie aufgebaut wird. Ich mache es ganz gerne so, ihr werdet das dann im Laufe der Tipps und Tricks-Reihe sehen. Ich baue ganz gerne meine Wirtschaft eigentlich hier, wo noch die Ressourcen abgebaut werden. Das heißt, entspricht dann Eisen und Stein und Gold und ich glaube, das war's. Na, Kohle. Ist Kohle dabei? Ich glaube, Kohle ist auch noch dabei. Schon etwas länger her, wo ich es jetzt gespielt habe, bis ich zur Kohleressource gekommen bin. Beim anderen Spielstand, den ihr schon auf meinem Kanal gesehen habt, war ich noch nicht so weit mit Kohle. Und ja, die optimale Ausbeutung für die Bären gleich am Anfang würde ich vorschlagen, gebt euch alle 3 Arbeiter dort hinein. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier kommen dann sehr viele Bären hinein. Ah, Entschuldigung. Nein, das war ein Blödsinn. Bitte gebt nicht alle 3 Mitarbeiter dort hinein. Sondern es reicht am Anfang einer. Wir haben noch keinen Speicher, den müssen wir erst bauen. Nämlich die Ressourcen einlagern, dazu brauchen wir aber schon Stein. Sonst können wir den Speicher nicht bauen. Wir benötigen 5 Stein.
Und den Speicher werden wir auch in der Nähe aufbauen. Prinzipiell, um einfach auch hier den Weg so gering wie möglich zu halten, damit halt die Bärensammler genau da reinhuschen können und auch hier eine optimale Produktionskette entstehen kann. Schauen wir natürlich, ist der Steinbruch schon fertig? Ja, nein, noch nicht. Das verrät euch das Spiel nämlich am Anfang nicht. Das heißt hier nur, baut Speicher, einen neuen Träger zuweisen und weist Bären dann den Speicher zu. Das war der Speicher, wenn man nicht genau sieht, eigentlich auch Holz benötigt. Holz braucht er auf jeden Fall, aber auch Steine benötigt. Da könnte man am Anfang schon mal drüber stolpern. Das ist hier mal komplett darauf achten, bevor wir das hier bauen, dass wir auch einen Steinmetz haben, also einen Steinbruch. Generell ist das Spiel nicht sehr schwer gestaltet. Es gibt keine Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann. Es ist sehr leicht. Fehler werden großzügig verziehen von dem Spiel. Aber auch hier ist es möglich, dass man dann doch noch sehr viele Einwohner verlieren kann, wenn man falsch wirtschaftet, die Zufriedenheit zum Beispiel nicht beachtet oder sonstige Dinge. Der Anfang ist ziemlich simpel, wir bauen so schnell wie möglich auf, weil das nächste Unwetter wird kommen, davor werden wir nicht gewarnt. Auch hier in die Bau, also hier werden wir auch nur einen Bauarbeiter für den Steinbruch am Anfang zur Verfügung haben, denn wir haben nur noch drei arbeitslose Bewohner. Einen brauchen wir noch fix hier für unseren Speicher und also als Träger, damit wir hier die Ware abholen können. Einen brauchen wir noch fix zum Verkaufen und den anderen können wir, schon als Sammler einstellen, damit ein bisschen mehr Bären reinkommen. So, haben wir die ersten Quests abgeschlossen, haben wir hier jetzt einen Speicher stehen, den wir mit Bären füllen und wir haben hier einen Marktplatz, der die Bären verkauft, um unsere Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Wir machen jetzt 7 plus und für die Grundbedürfnisse brauchen die Bewohner natürlich jetzt ein Grundnahrungsmittel wie Bären, Fisch oder auch Brot und natürlich auch Wasser. Man könnte natürlich die ganze Zeit auch mit Bären und mit Wasser durchkommen. Ganz wichtig ist jetzt, wenn wir schon die ersten Quests geschafft haben, wird uns das Spiel dazu drängen, dass wir einfach Wohnfläche bauen. Das habt ihr hier unten das Werkzeug und könnt jetzt hier ein Wohngebiet zuweisen. Ihr seht, ich habe hier unten jetzt die Steinindustrie und die Holzindustrie aufgebaut. Das heißt, wir können hier nur oben in der Nähe vom Marktplatz praktisch siedeln. Und jetzt geht es auch darum, dass wir auch immer optimal siedeln. Wir können jetzt da den Radius wiederum verkleinern mit Steuerung und Mausrad und können jetzt da beschließen, wir wollen, dass die Leute sich hier rund um diesen Marktplatz ansiedeln. Ich meine, man kann es auch schöner einzeichnen als ich, aber wir können jetzt hier zum Beispiel einen Platz dafür generieren. Wir können auch die Straßen auslassen, damit sie nicht auf den Straßen siedeln. Und wir können jetzt hier oben, sollte man noch einen Platz freilassen, natürlich auch noch für die Bärensammler. Und haben jetzt hier einmal eine optimale Baufläche zum Bewohnen. Ganz, ganz wichtig, das Spiel erklärt euch eh so und so, ihr müsst jetzt eine Wohnfläche generieren, sonst bleibt hier die Wohnfläche hier zum Beispiel niedrig. Die Beschäftigung ist hoch. Wir haben zurzeit nur 2 Arbeitslose. Die werde ich erst dann später da unten zuteilen. Zum Sägewerk und zum Lager. Fürs Lager brauchen wir schon Holzbretter. Das heißt, wir brauchen das Sägewerk. Und das heißt, wir sollten natürlich schauen, dass wir 10 Stein und 20 Holz haben. Und wir brauchen nur einen freien Mitarbeiter für das Sägewerk und einen Mitarbeiter fürs Lager. Das ist die nächste Quest, damit wir auch Werkzeug bestellen können. Und dann war es das. Dann hat uns praktisch das Spiel durch das durch die Grundelemente geführt und dann sind wir auf uns eingestellt, nämlich Learning by Doing. Und damit da alles richtig läuft, werde ich euch natürlich erklären, was wir noch alles benötigen. Zum Kirch- und Monumentbau zum Beispiel, wie man Straßen, wie man generell alles verschönert, die Siedlung verschönert, um mehr Attraktivität zu bekommen, um nicht nur den Durchschnitt hochzumachen, also nur den Durchschnitt zu halten, sondern wirklich auch alles entweder auf hoch zu halten oder auf extrem, damit wir einfach Dorfbewohner bekommen, die ab und zu voranschreiten, nämlich die nächsten kommen in 3 Tagen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir wieder mehr Mitarbeiter für uns gewinnen und somit können wir unsere Wirtschaft dann einfach zum Florieren bringen. Denn wenn wir eine große Metropole wollen und mit schönen Monumenten, brauchen wir extrem viele Mitarbeiter und eine extrem starke Wirtschaft, um diese aufrechtzuerhalten. Hauptaugenmerk so gegen den 3. Monat, werdet ihr sehen, ist natürlich das Wachstum sehr, sehr wichtig. Bei manchen wird es ein bisschen länger dauern, bei anderen ein bisschen kürzer, je nachdem, wie ihr am Anfang auch die Arbeiter verteilt habt. Wie ich ja schon gesagt habe, 2 Bärenpflücker, ein Baumeister, dann brauchen wir einen Träger für den Speicher, wir brauchen einen Mitarbeiter für den Markt und 2 Holzfäller und einen Steinmineur, also einen Minenarbeiter für die Steine.
Somit haben wir alle 8 Siedler optimal eingesetzt und können halbwegs schnell voranschreiten. Und ihr seht, jetzt werden hier schon die ersten Behausungen gebaut. Dazu kommen wir dann später, dass auch die Behausung am Anfang sehr, sehr wichtig ist für nicht nur die Neuankömmlinge, sondern für unsere Leibeigenen. Jetzt haben wir nur einen Bewohner noch dazu bekommen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz runter. Da sind wir noch immer nicht fertig, weil natürlich der Baumeister jetzt beschäftigt ist mit den Häusern. Das heißt, da wir jetzt einen dazu bekommen haben, können wir den jetzt schon als Baumeister praktisch hineingeben. Die 2 bitte lasst euch übrig fürs Sägewerk und fürs Lager, damit wir da auch schnell voranschreiten können. Haben wir dann einfach genug Attraktivität gesammelt und auch sehr viele Siedler angezogen, gilt es hauptsächlich am Anfang, hier die letzten Betriebe zu füllen. Das geht einfach ganz locker, indem man einfach hergeht und sagt, okay, wir schauen uns die Gebäude an. Das ist hier unten im Reiter, nämlich im Buch. Das sind wir, Vedunia, und daher ist Play Epic, das bin natürlich ich. Und das sind jetzt die Dorfbewohner und das sind die Gebäude. Und anhand der Gebäude sehen wir jetzt, wie viele Mitarbeiter da fehlen würden. Und einfach mit dem Plusklick können wir das Ganze einfach extrem leicht steuern. Wenn ich jetzt darauf auf das Plus klicken würde, geht natürlich ein arbeitsloser Dorfbewohner in den Betrieb. Somit können wir den optimalen Überblick behalten. Da der Handel in dem Spiel am Anfang sehr, sehr wichtig ist, kann es auch ein bisschen zu Komplikationen kommen für diejenigen, die das Spiel zum ersten Mal spielen. Ihr habt hier das Lagerhaus, und wenn ihr das Lagerhaus auswählt, ganz wichtig am Anfang, wir wollen unser Holz hier drin lagern, wir wollen auch unsere Bretter hier drin lagern, und wenn wir Werkzeug brauchen, das heißt, das müssen wir vom großen Handel, also vom Welthandel praktisch jetzt erringen, müssen wir es ebenfalls hier drinnen auswählen, damit auch ein Lagerplatz zur Seite steht. Haben wir das erledigt, gehen wir wieder auf unser schönes Buch, gehen auf auf Handel, schalten jetzt auch die Handelsroute hier frei und können jetzt natürlich sagen, okay, wir wollen, also wir brauchen 20 Bretter, um die Handelsressource freizuschalten natürlich, und sagen, wir hätten gerne Werkzeug. Und stellen hier ein zum Beispiel, dass wir mindestens, jetzt haben wir 10 Werkzeuge drinnen, sagen wir jetzt mal mindestens 20 Werkzeuge brauchen und sagen, kaufen, bis das Inventar die Stückzahl erreicht. Das heißt, alles, was im Lager dann drinnen ist, kaufen wir jetzt da ein. Das heißt, 10 Werkzeuge werden jetzt gekauft und das ist jetzt auch die Quest. So einfach funktioniert auch der Handel in dem Punkt. Wir werden aber in einem weiteren Video natürlich den großen Handel auch noch begutachten. Und ja, wie funktioniert der Handel richtig? Das seht ihr dann natürlich beim folgenden oder bei einem Video dann der folgenden Reihe. Wie ich jetzt genau die Themen aufbauen werde, das ist mir jetzt noch unbekannt, aber ihr könnt natürlich einen Kommentar da lassen, und um auch eure Meinungen zu sagen, eure Erfahrungen über das Spiel zu berichten, und vor allem, was wollt ihr als nächstes wissen oder welches Thema soll ich als nächstes behandeln, schreibt das mir in die Kommentare und ich werde natürlich ein Video dazu machen, um natürlich dann diese Schritte auch zu erklären. Um die Questreihe dann komplett abzuschließen, geht es hier darum, wir sollen die Neuankömmlinge befördern. Das geht dann nur, wenn wir das Herrenhaus bauen. Das haben wir hier unten gleich. Hoppala, das ist die Kirche. Können wir auf das Herrenhaus klicken und können uns natürlich schon einen sehr schönen Standort aussuchen, um unser Herrenhaus zu errichten. Wir können jetzt behaupten, das wäre unser Rathaus oder unser eigener Sitz praktisch. Hier wird jetzt eh schon eine kleine Route gegangen. Keine Ahnung, wo der jetzt dahin läuft. Ist auch jetzt im Prinzip egal. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier ein Weg entstanden ist oder entstehen könnte, wenn diese Route öfters genutzt wird. Ganz einfach zum Bauen. Das Kästchen müsst ihr dem auf die Seite schieben, aber sonst habt ihr eigentlich alle Möglichkeiten hier zu bauen. Schauen wir nochmal nach. Gibt es den Weg noch halbwegs? Ja, hier wäre er. Das heißt, auch hier mit Steuerung könnt ihr natürlich das Ganze auch hoppala drehen. Man braucht ein bisschen Feingefühl in dem Punkt. Und wir können das Herrenhaus jetzt hier an dieser Straße errichten. Ganz wichtig natürlich, wir brauchen auch einen Eingang. Den werden wir auch setzen. Der Holzturm ist eigentlich nicht so wichtig, wie ihr seht. Wir brauchen nur, um das Haus zu bauen, einen Eingang und praktisch das Herrenhaus selber, das Hauptgebäude. Wie wir das bauen, seht ihr, 16 Bretter und 8 Steine. Wir werden jetzt schauen, dass wir trotzdem noch ein Gebäude, hoppala, da rennt der Reiter vorbei, hinzubauen. Wir werden jetzt hier noch 2 Holzerweiterungen dazu knallen. Schauen wir mal kurz, wie es aussieht. Ich finde das das Schöne und das Brillante an dem Spiel, dass wir ja natürlich auch ein bisschen entscheiden können, wie unsere Häuser auszusehen haben. Bei dem wäre es jetzt dann natürlich besser, wenn wir es höher machen, damit die Fenster auch sehr schön sichtbar sind. Das heißt, hier wäre unser Herrenhaus. Kostet 36 Bretter, das geht sich aus. 20 Steine auch. Das heißt, wir geben das jetzt dem Bauauftrag. Und wenn das Haus fertig ist, können wir dann unsere Bewohner
dann praktisch aufsteigen lassen. Die große Halle ist einfach nur dann ein Raum, den wir erstellen können. Der kostet nicht extra, also kostet keine Ressourcen extra. Wir werden natürlich ein paar steuerliche Abgaben haben. Das sehen wir dann hier, nämlich unsere Unterhaltskosten. Aber sonst kostet uns das Ganze nichts. Die Beförderungen finden dann immer im Folgemonat statt. Das heißt, wenn wir jetzt hier, wir haben jetzt den Monat 4, Woche 2 und Tag 7. Hier wird jetzt wirklich stark gerechnet, dass ein Monat 4 Wochen hat. Das heißt, alle, also wenn die Woche 4 beendet ist und Woche 1 im Monat startet, können wir dann für die nächsten 5 Tage befördern oder für die nächsten 7 Tage sogar. Und damit dann die Zeit. Jetzt haben wir natürlich hier die Quest. Hier gibt es eine Audienz von... Der Depp hat sich genau mit in den Brunnen hineingestellt. Jetzt können wir uns natürlich entscheiden, wem wollen wir helfen. Wir müssen 30 Bären entweder an den König, Verus oder an das Volk. Ich würde euch vorschlagen, bearbeitet am Anfang für den Prunk euer Volk. Also bearbeitet euer Volk. Jetzt werden wir das hier schnell abschließen. Es zählen die Bären, die im Lager sind. Also nicht die, was hier oben angezeigt sind, sondern die, die sich tatsächlich im Lager befinden. Haben wir hier keine 30 Stück drinnen, können wir die Quest auch nicht abschließen. Es wird immer nur aus dem Lager praktisch genommen und nicht aus dem Gesamtinventar. Kommen wir auch gleich dazu. Also das da oben ist euer gesamtes Inventar. Das ist zum Beispiel 102 Bären. Ihr seht, ich habe im Lager aber nur 54. Das heißt, die restlichen Bären befinden sich hier drinnen. Das heißt, hier die 47 Bären. Das hat er wieder 9 Stück verkauft. Hier hat der Marktplatz die Bären. Deswegen hier der insgesamte Wert. Habt ihr mehrere Parkplätze? Nein. Habt ihr mehrere Marktplätze mit Bären, dann habt ihr oben natürlich den richtigen Wert, was natürlich in euren Dorf, Stadt oder Siedlung, je nachdem, also Siedlung, Dorf oder Stadt oder Metropole, ist euer Gesamtwert, aber es widerspiegelt natürlich nicht den Lagerwert. Und wie gesagt, die Quests, die unten aufgehen, die beziehen die Ressourcen nur aus dem Lager. Sei es jetzt der Bären, Fisch, Holz, Bretter, Werkzeuge und sonstige Ressourcen, die der Klerus verlangt, den euer Herr verlangt, also der König verlangt oder das Volk, das muss aus dem Lager kommen. Und wir sehen hier, jetzt sind wir natürlich da schon ein bisschen weiter und wir können auch bald mit den Beförderungen loslegen. So, das Herrenhaus ist fertig, schaut derweil unspektakulär aus. Natürlich am Anfang hat man natürlich nicht so viele Rohstoffe. Ich meine, man kann natürlich schon ein bisschen übertreiben, aber ihr dürft nicht vergessen, ihr habt ein geringes Plus am Anfang und das Haus kostet euch selbst 13 Wartungskosten, also der Unterhalt, der euch abgezogen wird. Und 13 ist am Anfang doch eine mittlere Summe praktisch. Wenn ihr die große Halle haben wollt, dann braucht ihr einfach hineingehen, sagt einfach Hauptgebäude, könnt das hier anklicken, könnt der Schatzkammer, ein Vogtbüro einrichten oder auch die große Halle. Deswegen habe ich am Anfang auch gerne 3 Gebäude drinnen stehen. Denn wenn ihr hochzieht, also falls bei euch ein bisschen verschwunden ist, könnt ihr sagen, ich hätte gerne ein Vogtbüro. Das erhöht natürlich nicht eure Kosten, die Schatzkarte oder die Schatzkammer indessen schon. Das haben wir hier. Oh ja, das Vogt, Entschuldigung, Vogtbüro ebenfalls 3 Wartungskosten. Das heißt, wenn er das nochmal schließt, sollte er das Ganze aktualisieren. Nein, er bleibt auf 13, das heißt plus 3 und plus 3 sind wir bei 19. Das heißt 19 Goldstücke Wartungskosten. Das Positive natürlich ist halt, ja. Wir können jetzt da statt 500 Goldstücke 650, also plus 150 hat immer die Schatzkammer. Jetzt brauchen wir nicht mehr lange warten, der nächste Tag bricht gleich an und dann können wir befördern. So, wir können jetzt da befördern, das heißt wir klicken an, das sind die 5 Tage, brauchen wir nur anklicken. Wir brauchen das notwendige Kleingeld hier oben. Wir haben jetzt da 526 Goldstücke, der gesamte Aufstieg würde uns 220 kosten. Das können wir am Anfang wagen, das heißt wir können hier jetzt sagen, gut, wir lassen jetzt alle aufsteigen. Ne, wir müssen jetzt damit schon anfangen, dann auch schon eine Kirche. Aber ihr seht hier, die Zufriedenheit sinkt, denn der Komfort ist gesunken und der Gottesdienst. Das heißt, hier können wir dann nochmal auf das Baugebiet gehen und sagen, okay, wir brauchen jetzt neue Wohnflächen. Und das werden wir jetzt auch schnell nochmal einzeichnen, damit einfach auch unsere Leibeigenen auch einen Platz zum Wohnen haben. Die Häuser entstehen zur Nähe des Arbeitsplatzes, also je näher der Arbeitsplatz hier ist, zum Beispiel hier, der Träger wird sich höchstwahrscheinlich dann diese Ecke hier nehmen oder diese Ecke hier nehmen, um einfach einen kürzeren Arbeitsweg zu haben. Dasselbe gilt natürlich dann auch für den Vogt, der wird dann schauen, dass er gleich hier in den Ecken einen Arbeitsplatz, ein Haus bekommt und ja,
Somit könnt ihr das Ganze machen. Erklären wir nochmal ganz kurz die Farben. Das heißt, ihr könnt hier Wohngebiet einzeichnen. Ihr könnt jetzt entscheiden, egal wo. Wenn es nicht eingezeichnet ist, das Wohngebiet, wird sich auch dort keiner ansiedeln. Nehmt jetzt das ganze Kachel hier, so wie ich beim Abbau, dann siedeln sie einfach überall. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass sie Haus an Haus mit eurem Herrenhaus wohnen oder mit eurer Kirche oder mit euren zukünftigen Wahrzeichen, müsst ihr dies beachten. Oder ihr zeichnet einfach alles grün ein und könnt natürlich ein verbotenes Land entstehen lassen. Das heißt, hier können wir das Ganze einzeichnen. Nur bitte vorsichtig, dann wird auch keiner mehr diesen Weg benutzen. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir auf lustig sind, können wir jetzt hier einen Bogen entstehen lassen. Das heißt, die gehen wirklich rundherum und dann entsteht ein kleiner Bogen im Weg. Kann man natürlich dann machen, wenn man möchte, wenn man Wege verschwinden lassen möchte und neu kreieren möchte. Man kann eine Art Korridor entstehen lassen, so eine Art Hauptallee. Das könnte man natürlich alles mit diesem verbotenen Land natürlich erreichen. Wir machen dann die Aufforstung hier, das heißt, wir können dann später auch unsere Holzindustrie ein bisschen damit steuern. Und wie gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass sie Haus an Haus mit euren Herrenhaus wohnen, dann verkleinert einfach hier auch das Gebiet und sagt einfach, gut, aber sie dürfen vor dem Herrenhaus wohnen. Das heißt, hier werden sie dann siedeln oder auch ein bisschen dahinter rundherum. Würde ich aber jetzt dann natürlich nicht machen, weil wenn wir das Herrenhaus erweitern wollen, brauchen wir Platz. Wäre ärgerlich, wenn wir dann natürlich etwas abreißen müssen. Das kostet natürlich erstens mal Baukraft, also Arbeitskraft und natürlich auch Materialien, wenn hier neu gebaut wird. Währenddessen seht ihr, wir haben wieder ein paar arbeitslose Bürger. Wir gehen jetzt wieder hier auf das Gebäudeinventar, also die Gebäudereiter hinein und sagen, gut, wir könnten noch ein Zimmer gut gebrauchen. Wir könnten, Sammler habe ich jetzt mittlerweile schon einen zweiten gebaut, Stein könnten wir jetzt auch noch einen einsetzen, aber ich würde ja vorschlagen, wir haben bald kein Holz mehr. Wie gesagt, wir haben schon kein Holz mehr und werden einfach einen zweiten Holzfäller errichten. So, ganz wichtig natürlich für am Anfang, für die Wirtschaft, bewirtschaftet wirklich gleich alle Bärenfelder, die ihr habt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es wird dann ein Unwetter kommen. Das heißt, hier werde ich dann noch zwei Bärenhütten dazugeben. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir so schnell wie möglich wachsen. Aber wir haben jetzt eh 135 Bären, das geht sich aus. Schauen wir nochmal ganz kurz nach, wo wir dann hier weiterklicken können. Das heißt, ihr habt hier die Stände und könnt natürlich euren Prunk hergeben. Und das seht ihr jetzt hier. Wir brauchen für die Fischerhütte, brauchen wir 20 Leibeigene und wir haben zurzeit 19 Leibeigene. Das heißt, die nächsten zwei sollten wir dann hochleveln, um einfach auch Zugang zum Fisch zu haben. Wie die Häuser gebaut werden, können wir nur ein bisschen bedingt beeinflussen. Ihr könnt jetzt auch sagen, das könnt ihr auch ausprobieren. Ich kann jetzt auch sagen, gut, ich hätte jetzt nur hier gerne die Region so, da wird jetzt ein Haus errichtet, dann dort, also da haben wir es noch nicht, weil da sind wir noch nicht freigeschalten. Oder ihr macht einfach eine Nierenform oder ihr zieht einfach eine Linie, so wie ihr gerne die Häuser hättet, so wie hier oben. Hier werden die Häuser nur in der Linie praktisch, ja, verbaut oder eingebaut oder gebaut in dem Punkt. Und somit könnt ihr dann eine kleine idyllische Stadt bauen oder ein Dorfzentrum. Das könnt ihr dann kontrollieren. Wollt ihr natürlich das Ganze nicht, könnt ihr natürlich mit dem verbotenen Land dann sagen, okay, ich hätte gerne, dass hier der Marktplatz für immer frei bleibt. Und ja, einfach einzeichnen, es wird sich dann auch dort keiner mehr bewegen. Nehmen wir die nächsten Beförderungen, kosten jetzt 80. Das heißt, die haben jetzt da 20 Leibeigene. Wir schauen jetzt dann nochmal nach, ob sich das ausgeht. Ganz wichtig, schaut natürlich, dass ihr die Fischerhütte als erstes freischaltet. Das geht sich aber auch dann die Skulptur aus und auch schon die Hecke. Es ist natürlich jetzt nicht mit Stress verbunden. Ihr könnt natürlich entscheiden, wann ihr da weitermachen wollt. Aber ganz wichtig ist, kurbelt die Wirtschaft an und damit habt ihr dann schon die halbe Miete für das Spiel praktisch gesichert, denn ihr werdet immer exponentiell weiter wachsen, das heißt, ihr bekommt mehr Leute, ihr könnt viel mehr Betriebe bauen, ihr könnt die Betriebe voll machen. Ganz wichtig ist, dass auch diese Produktionsbetriebe, wir schauen sie nochmal an im Buch, einfach voll sind die Gebäude. Nämlich hier, der Holzfäller ist schon fertig, das heißt, da stopfen wir jetzt da alle drei Mitarbeiter hinein, also Siedler hinein, damit auch hier wieder Holz praktisch dazu kommt. Die Träger sind am Anfang nicht so wichtig. Oh, ich habe auch vergessen auf die Sammler. Ha, das heißt, die nächsten werden die Sammler sein und auch der Vogt. Das heißt, ich brauche noch vier weitere Dorfbewohner. Haben wir das erreicht und noch keine weiteren Gebäude erstellt, dann können wir die Träger mal voll machen. Je voller die Träger sind, desto optimal arbeiten sie natürlich und desto schneller funktioniert das Ganze. Auch als Tipp immer, schaut, dass das Lager in der Nähe natürlich von den Ressourcen ist. Ressourcen, sage ich jetzt, bei den Ressourcen ist. Ich habe es hier vergessen, zum Beispiel die Steine hineinzugeben. So, da, das Steinblöcke noch nicht. Steine, Steinblock ist damit ein Steinmetz. Damit auch die Steine hier gelagert werden. Damit wir auch ein bisschen mehr
Überfluss an Steinen habe. Ihr seht hier, wird Holz gelagert, die Bretter und jetzt auch Stein und Werkzeug. Das heißt, das sollte alles in der Nähe sein, damit der Weg so klein wie möglich ist. Natürlich hier, der Baumeister muss jetzt da hinuntergehen, holt sich hier die Ressource und geht es dann nach oben zur Kirche. Den Weg können wir halt leider in dem Punkt nicht unbedingt ersparen. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, gut, wir haben jetzt hier einen Baumeister, wir könnten jetzt da oben einen Baumeister für diese Region machen. Sind wir hier dann eigentlich halbwegs fertig und brauchen keinen Baumeister mehr, können wir auch die Hütte abreißen und können sie natürlich dann woanders aufbauen. Ganz wichtig ist, reiße ich jetzt hier die Hütte ab, habe ich wieder 3 Arbeiter frei. Nur das Problem ist, ich kann sie nicht einsetzen, sie sind Bauarbeiter. Das heißt, wir müssen dann natürlich auch die Leute anklicken und ihnen dann nochmal extra etwas zuweisen. Das könnt ihr aber euch sparen, indem ihr sagt, gut, ich brauche meine 3 Bauarbeiter so und so, ich baue woanders eine Bauhütte auf und dann gehen automatisch diese 3 arbeitslosen Bauarbeiter in diese Hütte hinein und arbeiten dort weiter. Ihr braucht auch keine Sorgen machen wegen der Behausung, sie werden sich dann dort ein neues Haus bauen lassen. Was da mit dem alten Haus passiert, habe ich noch gar nicht beobachtet. Ich glaube, entweder ziehen da neue Leute ein oder es ist einfach ein leeres Gebäude. Das können wir beim nächsten Mal beobachten. Kommen wir nun zum zweiten Thema, wie man es beim Guide und natürlich beim Aufbau der Siedlung. Jetzt schauen wir uns natürlich dann generell das Dorf an. Ihr habt hier, wie wir schon kurz erwähnt haben, auch die Werkzeuge zum Einzeichnen. Das heißt, hier Wohngebiete freilegen. Wir können natürlich dann auch später sagen, es gibt auch verbotene Gebiete und zeichnen auch einfach hier herum. Das heißt, die Neuankömmlinge brauchen keine Häuser und sie brauchen auch wenig Ressourcen. Sie bringen auch am wenigsten Geld ein und von dem her ist es natürlich immer sinnvoll, wenn wir Neuankömmlinge befördern zu Leibeigene, dann brauchen sie aber Komfort, wie es so schön heißt. Das heißt, sie brauchen ein Haus und sie wollen dann auch noch Zugang zum Gottesdienst. Das heißt, das sollte am Anfang gewährleistet sein. Gottesdienst ist halbwegs gewährleistet, weil hier schon ein Kirchenschiff steht. Das heißt, die können schon 20 Leute hinein und das seht ihr hier. Wöchentliche Anwesenheit sind 20 von 20, gerade findet ein Gottesdienst statt. Wir können jetzt natürlich nicht hineinschauen, um nachzusehen, wer da drinnen ist. Wir sehen aber, wer hineingegangen ist, wenn wir natürlich die Personen anklicken, wenn sie gerade am Weg zum Gottesdienst sind. Das heißt, wir können das mal beobachten. Währenddessen wird er munter weitergebaut, aber bedenkt, je mehr Leibeigene ihr praktisch aufwertet, sollte ihm in der Nähe eine Kirche sein und auf jeden Fall sehr viel Platz. Es sollten nicht sehr viele Bauprojekte gleichzeitig stattfinden, wenn ihr wenig Bauarbeiter habt, sonst kommt das Ganze natürlich ein bisschen, ja, in Strudeln. Das heißt, wir können keine Behausungen bauen, sie sind gerade eingesetzt beim Mega-Bauprojekt oder wir können kein Bauprojekt weiterbauen, was aber wichtig ist, wie die Kirche zum Beispiel, weil gerade nebenbei Häuser gebaut werden für die Neuankömmlinge. Das heißt, hier auch immer beim Aufstieg, beim Stufenaufstieg, bitte mal bedacht vorgehen. Auch dann für die nächsten Bevölkerungsstufen, wie von Leibeigene dann so die Bürgerlichen, die brauchen dann auch schon Klamotten. Haben wir keine Klamotten zur Verfügung, ist es am Anfang nicht so wichtig. Der Prozentsatz sinkt erst langsam. Aber wenn einmal dann ein kritischer Punkt erreicht wird, dann können auch über 100%, so wie zum Beispiel 150% Unzufriedenheit herrschen. Und das geht dann wirklich extrem hinunter. Und dann könnten Leute aus eurem Dorf verschwinden. Das heißt, eure Produktion kommt zum Liegen. Wir haben eine kleine Wirtschaftskrise geschaffen. Das heißt, bitte immer vorsichtig sein, auch beim Aufbau und bei der Beförderung. Habt ihr zu viele Bauprojekte, dann befördert nicht so viele Leibeigene. Habt ihr gar nichts vor und habt nur ein Bauprojekt und ihr habt 3 Baumeister, dann geht es natürlich schon aus. Ihr seht auch hier werden die Häuser gebaut oder wurden sie gebaut. Ist jetzt mittlerweile schon alles fast kahl geholzt hier, da sind sie ziemlich flott unterwegs. Noch ein kleiner wichtiger Tipp zum Siedlungsbau, ihr könnt natürlich auch jetzt ansehen, hier bei der Sichtbarkeit, auch die Attraktivität eures Dorfes. Wenn ihr diese jetzt da anklickt, seht ihr, es gibt dunkelgrüne Flächen, es gibt hellgrüne Flächen, das ist die Attraktivität, die ist hier dann ziemlich hoch. Hier ist sie halt etwas niedrig. Und hier ist ja auch besonders niedrig, das ist auch hier das Industriegebiet, hier ist es etwas laut. Wer mag schon neben stinkender Industrie wohnen? Obwohl, hier geht es eigentlich mehr um die Lautstärke, Holz riecht jetzt da nicht, außer das Sägeblatt ist etwas verbrannt, oder verbrennt das Holz ein bisschen, riecht es halt ein bisschen verbrennt. Beim Steinschlagen, es ist einfach hier laut. Das heißt, ihr könnt hier eher weniger Leute hineinziehen, also wie gesagt, die Attraktivität ist hier einfach sehr gering und hier werden die wenigsten Leute hinziehen. Aber die Attraktivität hoch ist, das wird meistens durch den Markt erzeugt, also je größer der Markt ist und je prunkvoller der Markt gestaltet ist, ist es hier sehr attraktiv. Die Kirche und das Herrenhaus geben natürlich auch einen großen Attraktivitätsbonus und ihr könnt natürlich eure Attraktivität stärken oder verbessern mit euren Dekorationen. Und die haben wir jetzt hier, zurzeit haben wir jetzt hier einen Zierzaun, wir haben einen Zierstrauch, wir haben eine Schafstatue,
und ihr könnt einen Zierbaum haben, einen Wegweiser, einen Pflanzenbogen und noch vieles mehr, welches wir freischalten können. Das war die erste Folge Tipps und Tricks der Foundation. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Es waren einige Tipps hoffentlich dabei, die euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, was ihr als nächstes wissen wollt. Geplant sind natürlich dann auch die Wirtschaft, Monumentsbau, die Errungenschaften möchte ich auch noch einbauen in die Richtung und natürlich auch noch diverse Tipps und Tricks, die mir auch noch dazu einfallen, die euch wahrscheinlich hoffentlich weiterbringen können. Bleibt dran, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Pfiat euch! Back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.